Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Nein, nein, nein. Erzähl mir. Was kriegt ihr die denn zu tragen? Waffen, die ich nicht brauche. Stachelschlagring? Bin ich behindert? Idi kriegt das Zeug, was ich ja eh verkaufen will. Okay, bitteschön, Idi. Und bitteschön. Was verkaufe ich noch? Ich würde sagen, so viel Dynamit braucht kein Mensch, ja? Ich werde einfach mal 15 verkaufen. Nein, 13, 15. Was kann ich denn noch verkaufen? Idi, was kann ich denn noch verkaufen? Schachtel Zigaretten. Das war's. Ich dachte gerade eben, Kronkorkengewicht 1424. Da wäre ich aber ausgerastet. Idi, ich bin immer noch zu schwer. Idi, du musst dich doch um meinen Scheiß kümmern. Was kann ich denn, was... Was soll ich noch verkaufen hiervon, von dem Kram? Brauche ich das Fernglas wirklich? Ja, ich brauche es, ist cool. Okay, und du trägst meine fette Superwaffe. Ne, die will ich natürlich selbst behalten. Kleinkalibergewehr brauche ich wahrscheinlich nie wieder. Komm schon, ich brauche zu lang. Ich brauche zu lang gerade hier. Da, nimm es. So, komm mit. Also. Jetzt gehen wir mal zu den Jockelmockels und verkaufen noch kurz beim alten Sack. Und hoffen einfach drauf, dass er immer noch alt ist. Und danach gehen wir in die JVA, Jugendverkehrsanstalt. Hey, du. Howdy, Partner. Howdy. Wissenschaft 30. Prim Slim umprogrammieren, damit er als Sheriff von Prim dient? Nein. Prim Slim mit 3 Kernspannungsbatterien und damit er als Sheriff... Nein. Oder? Nein. Nein, nein. Gehen Sie darüber. Durchsuche deine Dateiregister. Du bist gehackt worden. Schauen Sie sich das mal an. Diese Datei habe ich in einem verschlossenen Untersystem gefunden. Oh nein. Aber Prim, Slim. Was ist geschehen? Was habe ich da bekommen? Ich habe es nicht gesehen, denn... Ah, was haben wir hier? Broschüre zu Vans Waffe. Ist alles cool. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Die Pulverbanditen haben heute Besuchung bekommen. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Diese kernharten Kerle müssen Großkerne sein. Ich erkenne sie an den komischen Helmen und den Lederwesten, von denen ich gehört habe. Was sie wohl mit dem adretten Gentleman in dem karierten Anzug zu tun haben. So eine Anzüglichkeit würde mir auch gefallen. Sie reden davon, nach Süden zu gehen, in Richtung Nipton und dann weiter nach Westen, nach Novak, wo sie jemanden treffen wollen. Ich könnte ihnen, vermute ich, mutlich folgen, wenn nötig, aber Prim braucht mich, sonst sorgt hier niemand für Ordnung. Oh, ich glaube, sie haben mich entdeckt. Oh, das ist aber blöd gelaufen. Deputy Beagle braucht Hilfe bei der Suche nach einem neuen Sheriff für Prim. Ich soll jemanden finden, der Erfahrung als Gesetzeshüter hat und Prim und Umgebung gut kennt. Prim Slim, Sprache in Textummandlungsprotokoll, bla bla bla. Mann, ist das Ding immer noch da drin? Ja. Achso, die Frau. Ja. Es ist hier, Sam. Verdammt. Schnappen wir uns das Teil und hauen wir ab. Prim Slim, howdy, Partner. Willkommen in Vicky und Vans. Bla 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 bla. Kannst du das Ding abstellen, Pauline? Mach ich, Schatz. Greif du dir die Knarre und dann raus hier. Die Ausstellungsgegenstände nicht berühren, bitte. Ich hab's fast. Ich werde gleich Speicherdatei löschen. Okay, lass uns los. Gut. Und was für eine Kartenmarkierung habe ich da bekommen? Naja, also... Nipton. Nordpassage... Also sonst habe ich jetzt hier nicht unbedingt was Neues bekommen. Prim Slim, was willst du mir damit sagen? Ja, okay, kann ich ihn nochmal darauf anquaken? Howdy, Partner. Ich habe die Waffe noch nicht gefunden. Naja, ich guck mal kurz, ich speichere mal eben ab und schau mal, was passiert, ob jetzt die Aufgabe beendet wird, wenn ich ihn als Sheriff ernenne, was ich aber nicht will, ich will in die JVA. Oder bei der Suche nach. Nein. Strafverfolgungsprotokolle wiederhergestellt, Partner. Initialisiere Genehmigung von Gewalt. Genehmigung gefunden. Jeha! Jeha! Ich will einen Sheriff als Mann. Not right now, Derek. Es wäre viel zu einfach. Ich will in die JVA, ich will in Nike und alle umpumpen und sage, hey!
Hey, Edi, einmal mit dem... Ach so, ja. Muss der alter Sack. Where is he? Hallo. Hey, alter Sack. Ah, Sie haben also den alten Roboter wieder zum Laufen gebracht? Tja, er schlägt dich ganz gut, aber er schlägt dich ziemlich schlecht. Wo bekomme ich Informationen über den Mann der... Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch von einem Typen gehört, der im RNK-Knast an der I-15 sitzt. Ist vielleicht nicht die beste Empfehlung, aber Sheriff ist Sheriff. Die RNK könnte wohl auch für Ordnung sorgen. Doch nach dem, was ich gesehen habe, besitzt sie kaum genug Feuerkraft, um sich selbst zu schützen. Ja, und der eine Mann in dem Gefängnis wird natürlich einiges mehr an Feuerkraft zu bieten haben wie die gesamte RNK. Du Lügenbaron! Ich werde dafür sorgen, dass Prima 9 Schatz... Wollen sich wohl endlich nützlich machen, wie? Wenn sie es schaffen, dass hier wieder Ordnung herrscht, schuldet ganz Priminen was. Und was bekomme ich? Nahestät, hä? Schokolade? Was ist mit Prim Slim? Daran habe ich noch nie gedacht. Naja, habe ich schon getestet. Es geht. Ich glaube aber, es geht. Ich habe einfach Fragen zu Edi. Dieser zerschundene alte Haufen Schrauben? Was wollen Sie denn wissen? Wo sind Sie hergekommen? Ein Kurier hat das Ding vor einer Weile hier gelassen. Ich wollte es für Kuriertätigkeiten reparieren, habe es aber nie geschafft. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll? Kein Stück. Ich nehme an, dass es Leute gibt, die an solcher Technologie Interesse haben. Ich bin nie hingekommen, Ende. Okay. Hey, ich will Sachen verkaufen. Bleib mal da. Ach so, die hat Edi noch. Warte kurz. Aber weh, du rennst davon. Edi, schnell komm mit. Der rennt fort. Wir müssen vor ihm sein. Also. Das will ich alles verkaufen. Dynamit, Schachtelzigaretten. Okay. Stehen bleiben. Komm schon, ich will mit dir reden. Hey. Hey, immer. Hey. Haben Sie was zu verkaufen? So, und zwar, was wollte ich jetzt verkaufen? Ich hab schon wieder vergessen. Davon, 15. Kommen wir mal 20 draus. Wir sind ja eh reich. Da müsste ich ja nichts verkaufen. Was ist dieser behinderte Schlagring? Hier hatte ich nicht irgendeinen Schlagring? Vorkriegsgeld. Achso, ich bin schon über den Wert hinaus. Shit. Ein weiterer zufriedener Kunde. Shit, immer noch zu fett. Edi, warum sehe ich denn nicht? Kann ich das dem nicht verkaufen oder was? Da unten diesen Stachelschlagring. Gewicht 1. Ja, dann nimm du das mal. Nimm du auch mal das Springmesser. Splitterminen. No. Und dann noch? Ach, der Flammpatronenwaffe ist natürlich heavy. Mit 12 Kilo ist das ist schon ein Brummer. Ich würde sagen, die nimmt Edi einfach auch mal. Die macht auch nicht viel Schaden. Lächerlich eigentlich. So, okay, das passt. Welche Aufgabe haben wir ausgewählt? Wir wollen ja den Sheriff holen. Und da sind sie lang. Nein, ich will den Sheriff als Mann. Das machen wir. Der Sheriff. Bitte. Was denn? Howdy, Partner. Och, muss jetzt nicht sein, ne? So, speichern wir und gehen hinaus. Weil ich meine, das kann doch nicht gut für Prim sein, wenn dieser durchgeknallte Howdy-Partner dann der Sheriff ist. Na, das kann nicht gut sein. Nein. Erzähl mir keinen Scheiß. Ritas Café, da möchte ich hin. Apropos, ich habe echt Hunger. Muss langsam was futtern. Ich nehme jetzt fast eine Stunde auf. Ich muss da auch noch aufpassen. Mit der Kamera, die ist auch gleich wieder aus dann. Ach shit, ich bin ja nach wie vor irgendwie so schön verstrahlt. Hallo, hier stehen einfach Leute. Was steht denn da? Sag mal. Achso, das ist dieser Erk. Wir wollen nach da hinten, ne? Da ist ja auch die. Ja, genau, da ist er. Wir teleportieren uns nicht. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch irgendwas. Wobei, jetzt ist Nacht. Ich sehe noch ausreichend. Der Sand ist zu hell. Oh, komme ich hier durch? Bitte. Oh Gott, wieso bin ich ja nicht durchkommen? Ich würde be fügt. Wenn ich eine Arzttasche nehme, bin ich dann auch von meinen Dingens befreit? Edi? Was macht Edi denn da?
Du hast meinen Scheiß, denk dran. Die ist einfach durchgepeitscht. Oh, ich sehe kaum, dass da hinten zu ist. Da hinten ist zu überall, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir teleportieren uns doch. Let's go. Weeha! Sowohl normale als auch wilde Ghule sind nicht nur gegen Strahlung immun, sondern werden durch sie sogar geheilt. Wie bitte? Tja, da muss ich diese Ghule auf jeden Fall fisten. Ah, da gibt es doch diese goldenen, die irgendwie die anderen auch nochmal heilen oder die rufen können oder sowas. Ganz, ganz schlimmes Volk. Wer ist da hinten? Wer schwebt denn da durch Nacht und Wind und kackt auf meine Hose geschwind? Es ist ein junger Gecko, musst du wissen. Jetzt hat er ins Kostüm geschissen. Laufe ich da richtig? Richtung? Ja. Au, 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 es ist so verstrahlt. Ich bin so schön verstrahlt. Idi ist am Start und summt so komisch rum. Das nervt, das ist zu dumm. Idi, bitte hör auf. Idi. Idi, machst du bitte. Hörst du mal auf jetzt? Das ist kacke, das ist kacke, das nervt. Das ist cakey. Ich weiß nicht, wie ich das früher mal ertragen habe, diese widerlichen Geräusche. Aha! Ich dachte, ich hätte euch ausgerottet, ihr Schweine. Komm mit, Idi. Die krallen wir uns. Idi, komm mit. Achso, wie ist Idi eigentlich eingestellt? Aggressiv sein, Stimpack benutzen. Passiv. Passiv, bitte. Jetzt soll sie angreifen. Na, immer wenn die Musik kommt, greift sie an. Wow! Idi, du gehst ja ab wie ein Schnitzel. Nee, ich nehm Dynamit mit. Der andere brennt noch. Hab ich so einen Revolver? Ich weiß nicht, ob ich so eine Magnum habe, aber. Ah, nehmen wir den Jumble einfach mal mit. Schauen wir mal. Hä? Achso, da ganz da oben. Hatte ich noch nicht. Willkommen in meiner Waffensammlung, du kleiner Revolver, du. Ist da drüben noch ein Dreieck? Nein, nirgendwo ein Dreieck, das ich finden kann. Dann passt das ja. Oh. Hallo. Willkommen in der JVA. Komm mit, Idi, wir greifen an. Ja, schieß, schieß, Idi, los. Null. Klar, die können natürlich wieder treffen. Oh, ist ja alles voll, hier ist ja alles voll mit Leuten. Aua, aua, aua! Ich bitte mal irgendwie. 1%, cool. Time of focus! Bam! Oh, er ist sehr stark. Oh oh, Idi, bitte hilf hier unten. Okay, 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 cool bleiben. Shit, 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 shit. Ich nehme so und so. Lad nach und weiter geht's. Ja! Zum Glück habe ich seinen Kopf verkrüppelt. Okay. Cool bleiben. Ja, den Revolver nehme ich mit. Nein. Pulverbanditen Wachenoutfit. Jawohl, Schlüssel zum RNK-JVA Besucherzentrum. Gut. Idi, bist du noch da? Idi ist hart am Eskalieren, okay. Wow, hallo, mein Freund. How can I help you? Kitschi! Bam! Bam! Na schon. Noch einmal. Hey. Oh yeah. Oh, ich gewinne Karma dazu, wenn ich die kill. Es ist sehr schön. Ich nehme jetzt mal wieder eine andere Waffe. Ich nehme mal diesen Revolver. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Hey.